Junkfood Taste, dort kommen sie so the Lindt Christmas Almonds. Yeah, comes in this little black bag. Okay, and they say it's 70% cocoa amount. So it's dark chocolate. And there is cinnamon in there and something called coriander, which may mean coriander in English, but I have no translation, sorry. Okay. I mean, I have no translation in my brain. Okay, and here, 100 grams. And this little bag, 100 grams, alright. And Lindt is like the expensive chocolates. At least that you can buy in a store. Yeah, a viewer wrote that there are chocolates which cost 1 euro per gram. Okay, so this bag was basically a fake bag. I guess I take the scissor. Okay. So here are the Christmas almonds. These all come out, my friends. I think I will cut them. I always cut stuff. I think because of the picture is also meant to be cut, at least by the junk food taster. Yet sometimes my knife gets criticized. Okay, yeah, darkish brown. The almond core. I think I will cut another one. Cutting fail. yeah, and I think I start eating. So I've made up my mind. I think this product somehow didn't work. This outside layer is kind of meshy. I didn't like the powder. Somehow the whole product doesn't work. The dark chocolate somehow didn't unfold. And look, has the almond still the skin? This would be an interesting question. Yeah, no. No, has no skin anymore. I rated fail. Not my taste, sorry guys. Yeah, if you have tasted this, if you are, say I'm wrong, you have to leave a comment. I just think it's, yeah, not working. Yeah, basically you have just this meshy outside. Strange. Okay, das sind jetzt die Weihnachtsmandeln von Lindt. Dunkle Schokolade. Normalerweise mag ich dunkle Schokolade. Das kommt jetzt aber allerdings in so einer, ja, wie sage ich da, komischen Konsistenz daher. Sehr weich. Eine sehr weiche Konsistenz, das Zeug. Und die Hülle ist irgendwie so, ja, nicht staubig, aber halt so pulverig. Also man hat so einen Pulvergeschmack im Mund, dann so eine weiche, bittere Masse und dann halt noch die Mandel. Und ich finde, das irgendwie funktioniert das nicht so. Also dass die Mandel ist dann knackig und man hat quasi die weiche, bittere Schokolade, das süße, übersüße Außen und in drinne die knackige Mandel. Ja, irgendwie ist da was schiefgelaufen. Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Zu ungewohnt. Ich habe mir auch überlegt, ob ich Gourmet gebe. Aber für Gourmet ist es nicht speziell genug, würde ich sagen.
Ja, habt ihr das probiert? Habt ihr das auch geschenkt bekommen zu Weihnachten? Dann sagt mal Bescheid, wie es euch geschmeckt hat. Ja, vor allem, wenn, insbesondere wenn ihr sozusagen Fan von dunkler Schokolade seid. Dunkle Kakaocreme schreiben die ja auch hier. Dann sagt mal, wie euch das gefällt. So, das war die Review. Danke fürs Zusehen.